Und jetzt kommt der Frühling aber wirklich mit ganz großen Schritten. Ich habe mir hier einen schönen Pfefferminztee bringen lassen, freue mich jetzt in der Sonne den genießen zu können und Ihnen wünsche ich viel Spaß bei Ihrem AIDA Primetime Magazin. Und während ich hier gemütlich sitze und es mir gut gehen lasse, gibt es andere, die sind richtig aktiv. Julius Brink zum Beispiel, der ist Europameister, Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball. Und der war bei uns an Bord, hat mit den Gästen gespielt und ich glaube, wir haben einen richtigen Fan gewonnen. Gucken Sie mal. Mein Name ist Julius Brink, ich bin 34 Jahre alt. In meinem ersten Leben wurde ich Beachvolleyball-Olympiasieger und jetzt bin ich Kreuzfahrt-Enthusiast. Das Schöne am Beachvolleyball ist eigentlich, dass es keine Einstiegshürde gibt. Das, was man sonst aus dem Hallenvolleyball kennt, dass es vielleicht mal ein bisschen wehtut und dass es ein bisschen schwierig ist, weil es technisch anspruchsvoll ist. Das ist im Beachvolleyball nicht gegeben. Man braucht nicht viel. Man braucht zwei Netzpfosten, ein Netz. Grundsätzlich kann jeder Volleyball spielen, der dazu Lust hat, das zu erlernen, weil es ist total einfach. Wir sind hier an einem Traumstrand auf den Cayman Islands. Das Besondere heute war eigentlich aufzustehen und zu wissen, dass man an einen wunderschönen Strand fährt, aber man gar nicht weiß, wieso das Niveau der jeweiligen Mitmachenden oder Sporttreibenden ist. Die Gäste waren insgesamt alle super nett, hatten ein wahnsinnig hohes Volleyballniveau, muss man wirklich sagen. Kann sich sehen lassen, wirklich. Ja, hier am Strand angekommen, haben wir uns erstmal darum gekümmert, uns erstmal so in Form zu bringen, so ein bisschen die Gelenke zu mobilisieren. Gehört eigentlich zu jedem Training dazu, dass man sich warm macht, dass man sich eben auch der Verletzungsgefahr bewusst macht, den Organismus hochfährt, die Gelenke in Position. Und dann haben wir angefangen mit ersten Werfübungen, die Grundtechniken erklärt und sind dann relativ schnell ins Spielen übergegangen und haben uns das so ausgedacht, dass immer einer der Gäste sich ein Team zusammenstellen durfte, um dann am Ende mit mir zusammen die Gastgeber zu schlagen. Gut, am Ende haben, glaube ich, alle gewonnen, weil wir hatten in jedem Spiel sensationelle Ballwechsel. Insgesamt hat es am Ende überwogen, dass es uns allen mega viel Bock gemacht hat. Also, bisher war ich noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich finde, es ist Wahnsinn, diesen Entspannungsfaktor auf See zu kombinieren mit den Erlebnissen dann an den Landgängen, hier auf die Cayman Islands zu kommen. Tolle Destination, da kommen noch ganz, ganz viele auf uns zu. Ich habe hier mal ein kleines Experiment vorbereitet. Ich habe Pfefferminzblätter in heißes Wasser getan und Sie werden es nicht glauben, es kommt Pfefferminztee raus. Viel spannendere Experimente hat Wissenschaftsjournalist Joe Hecker an Bord gemacht. Gucken Sie mal hier, er durfte sogar Feuer machen auf der Bühne. Der Kapitän hat es erlaubt. Mein Name ist Joe Hecker und ich bin Wissenschaftsjournalist und ich mache am liebsten Wissenschaft zum Anfassen und deswegen mache ich Science-Shows, wo man ganz viel ausprobieren kann und in die Hände nehmen kann. Denn wenn man was anfassen kann, dann kann man etwas im wahrsten Sinne des Wortes auch begreifen und damit bin ich auch auf der AIDA Bella. Ja, das hat mit dem Löschen nichts zu tun, das kühlt. Ist das kalt hier? Fassen Sie mal an. Ja, es geht. Ja. Gerd, wissen Sie was? Sie haben recht. Ich nutze auch gerne Tricks von Magiern, weil Magier im Prinzip nichts anderes machen als Wissenschaft anwenden, bloß die verraten ihre Tricks nicht. Ich bin kein Magier, ich bin Wissenschaftler, ich verrate meine Tricks. Spiritus in Wasser, kann man einen 50-Euro-Schein anzünden, ohne dass er verbrennt. Was passiert denn da? Der Geldschein saugt ihn beidem voll und das Wasser, das ist ziemlich träge, aber der Spiritus, der verbrennt sofort, wenn ich mit dem Feuerzeug in die Nähe komme. Und dann ist es immer ein großes Aha-Erlebnis zu sehen, dass echter Kunstschnee aus demselben Zeug besteht, das wir in den Windeln haben für unsere Kinder. Und das macht einfach Spaß. Oder wenn ein Buch brennt, das dahinter knallharte Physik steckt. Zauberer zeigen den Effekt, ich zeige, was hinter dem Effekt steht. Und dann ist das Aha-Erlebnis oft noch größer als beim Magier. Ist es ein ganz normales Buch mit Seiten aus Papier? Und auf der anderen Seite ist es präpariert. Das sind zwei Pads aus Lampendocht. Ich mache meine Shows für interessierte Menschen von 8 bis 99. Und ich stelle oft fest, wenn man etwas verständlich erklärt, dann geht es über alle Altersgrenzen. Also dann haben wirklich Kinder Spaß, dann haben die Eltern Spaß und sogar die Großeltern. Denn wenn man was lernen kann, spielt das Alter keine Rolle mehr. Dann hat man einfach Spaß dran und dann ist es egal, ob man 8 ist oder 88. So, jetzt halte ich meine Hand aber mal in den Wasserstrahl. Dann hören wir was. Ja, und weil der Wasserstrahl sehr dünn ist,
leidet er umso schlechter, je länger er ist. Also wenn ich auf den AIDA-Schiffen unterwegs bin, fällt mir auf, dass der größte Unterschied natürlich der ist, dass der Boden nicht ruhig ist, der schwankt. Das ist ein bisschen, als ob man schon ein Glas Wein getrunken hat manchmal. Ansonsten mache ich schon das ziemlich ähnlich wie an Land, bin aber sehr beeindruckt, wie gut die Leute mitgehen, wie groß das Interesse ist. Wir werden jetzt Christel dabei beobachten können, wie sie diese Prinzenrolle auf einmal in den Mund bekommt. Guten Appetit! Sind Sie ein Monster? Nee, gell? Aber es hört sich monstermäßig an. Und wir haben echt Spaß, unterhalten zu werden und dabei auch noch ein bisschen was fürs Kopf, für den Kopf mitzunehmen. Das beeindruckt mich sehr und das macht, muss ich ehrlich sagen, sehr viel Freude. Und es gibt ja Menschen, zu denen ich voller Bewunderung hochgucke. Wayne Morris zum Beispiel, ein großartiger Musiker, ein super Entertainer und er ist ab 19. wieder an Bord. Und ich kann Ihnen eins versprechen, der bringt den Laden ordentlich zum Kochen. Und eine Nachricht hat er auch noch für Sie. Gucken Sie mal. Hi, my name is Wayne Morris and ich bin wieder auf der AIDA im Mai. And yeah, wenn ihr da seid, kommt bitte in die Theatrium and we're rocking. Whatever you want, whatever you like. Ein halbes Stündchen schön in der Sonne sitzen, das war meine Verlockung des Tages. Und für Sie habe ich hier die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Newcastle und Dover. Es geht weiter nach Fishguard und Liverpool. Die nächsten Häfen sind Dublin und Greenock. Wir besuchen noch Invergordon und Aarhus und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Der eine oder andere wird es wissen, ich war ja gerade mit meiner Familie auf AIDA Mar und da haben wir eine der tollsten Bands, die wir an Bord haben, getroffen. Die spielt diesmal die Musik zu den Bildern der Woche. Bitte schön. Sag mal, Dago, das sind ja nur 7 Minuten. Da können wir noch einen dranhängen, oder nicht? Komm, den Ibno können wir noch ranhängen. Den haben wir hier noch. Hier, der Ibno, der so wunderbar singen kann. Das machen wir. Los, und film ab. Hallo, my name is Ibno. Als Deck-Steward stehe ich in der Verantwortung, dass auf dem gesamten Pooldeck alle Sonnenliegen und Tische jederzeit funktionieren und einsatzbereit sind. Meine Leidenschaft für das Singen kam, als ich 14 Jahre alt war. Der ausschlaggebende Punkt war das Musikvideo von Guns N' Roses mit dem Titel November Rain. Seitdem liebe ich es, zu singen und Gitarre zu spielen. November Rain ist auch mein Lieblingslied. Seitdem ich diesen Song gehört habe, hat sich mein Leben geändert. Ich hatte eine böse Vergangenheit, aber dann bin ich zu einem guten Menschen geworden. Mein Traum wäre es, einmal mit Steven Tyler von Aerosmith zusammen zu singen. Er ist in meinen Augen der Größte. Bei meinem ersten Auftritt war ich noch total nervös. Aber jetzt gehe ich raus, genieße es, auf der großen Bühne zu stehen und bin einfach nur glücklich. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord und würde mich freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.